Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Lumberjacks Dynastie. Mit dieser geheimnisvollen Musik. Ja. So, jetzt muss ich erstmal hoch gegen die Tür laufen. Das, macht mir besonders viel Spaß. Nee. Warum? Gut, ich frag mich. So, jetzt muss ich überlegen, wo waren wir denn stehen geblieben in der letzten Folge? Da ist was markiert und hier ist ein Stern markiert. Und ich wollte mal schauen, was machen denn unsere Gewächshaussachen? Da sieht es immer noch unverändert aus. Dann schauen wir mal, was das Wasser macht. Okay, da ist noch nass. Gut. Habe ich jetzt was entfernt? Nee. Okay. Na, das ist schwierig hier. So. Einmal Le Mappe. Ketten der Vergangenheit. Sprich mit James. Vielleicht kann er Lillys Schulden erlassen. Und Geschäftspartner. Oh, ich liebe dieses Lied. Ja, wo ist das denn? Ach, hier. Genau, und wir wollten, wir wollten hier mal vorbeifahren, beim Markt für Holzprodukte. Da könnte ich mir eigentlich gleich mal einen Stern setzen. Gut, das heißt, mein Pickup raus, dann die Straße dann ganz lang, dann über die Brücke. Ah, obwohl, nee, vorher über die Brücke. Okay, dann machen wir doch das jetzt mal in dieser Folge. Mal ein bisschen schauen, wo wir denn unsere Holzspäne denn dann hinbringen können. Huch, warum steht der so schief? Was ist denn da los? Plattfuß, oh nein! Zwei Platten. Oh, die Karre hat Plattfuß. Na ja, egal. Gut, dann nehmen wir einen Traktor. Nein, natürlich nicht, aber trotzdem. Ich würde nämlich gleich mal, wenn wir eh schon dahin fahren, haben wir jetzt eigentlich Geld dazu bekommen. Huch, wo ist denn hier Geld? 518. Wir könnten... Ja, nee, mache ich jetzt nicht. Wir könnten die Bienen noch aufstellen. Aber ich hatte ja vor, hier, genau, die Späne gleich mal mitzunehmen. Dann nehmen wir nämlich die Holzspäne. Nehmen wir die Holzspäne mal mit. Wie sieht es hier aus mit der Trocknung? 72, naja, gut. So, ja, wunderbar. Der zuckt auch schon wieder freudig. Der will schon los. So, dann lassen wir den hier. Und holen uns mal Le Anhänger. Mit ein paar. Hä? Die denn her? Bretterproduktion? Nö. Hä? Warum ist hier? Komisch. Ja, die USB-Platten müssen wir dann auch noch wegschaffen. Fahre zuerst mal schnell diese Bretter in die Trocknung. Denn das geht ja so nebenher. Und wir haben ja gesehen, wir können damit unser Haus renovieren. Zwar auch ungetrocknet, aber wir wollen ja auch dann mal welche verkaufen. Deswegen bringe ich die in die Trocknung. So ein bisschen höher muss ich, glaube ich, noch. Ne?
und weg damit. Wunderbar. So. Gabel hoch, Gabel runter. So. Und den lassen wir hier stehen. Sehr gut. Was? Bretterkiste in Produktion 1. Und die hier ist nicht ganz drin. Kann man selber noch reinschieben. Ja, ich habe im falschen Ding geschaut. Schön. Ich habe in der Produktion geschaut und nicht im Lager. Ganz toll. Naja. Bisschen Zeit haben wir ja noch heute. Bin ich langsamer? Nee, ja, doch ein bisschen. Ich sehe mich im Delay ein bisschen. Naja, minimal. So, heute war Elternabend. Der erste dieses Jahr von meinem Erstklässler. Ganz furchtbar. Also ich meine, der Elternabend ist ja nicht furchtbar an sich, dadurch, dass es ja jetzt nichts irgendwie zu meckern ist oder so, denn es sind ja alle Eltern auf einen Schlag eingeladen. Aber der Elternbeirat. Der Wahl zum Elternbeirat. Oh, ich es hasse. Das gab es damals schon. Kindi-Beirat. Das war, oh mein Gott, das war eine Aktion. Keiner wollte es machen. Ja. Ist auch logisch, denn man hat ja auch noch andere Sachen zu tun. Also ich zumindest. Arbeiten. Was macht der Stapler? Arbeiten und dann nebenher noch YouTube, und da ist dann wirklich nun überhaupt keine Zeit, noch irgendwie so Elternbeiratssachen zu machen. Deswegen, ja, es gibt immer jemand, der sowas gerne macht. Ich bin's nicht, definitiv nicht. Das ist immer so eine Sache, die sperren einen dann nämlich ein, teilweise. Und dann heißt es so, ich gehe jetzt mal raus und ihr sucht, ihr schreibt Kandidaten auf und... Ist nicht ganz drin hier. Nee. So. Ihr schreibt Kandidaten auf und dann überlegt ihr, wer jetzt das macht. So. Und wenn das keiner machen will, dann sperren die einen ein. So lange, bis da irgendjemand gefunden wurde. Also das war damals mit dem Kindi, war das furchtbar. Hilfe. So, jetzt aber. Schaffe ich das, hier zurückzufahren? Oh, ich hasse diese lenkenden... Diese lenkenden Hänger. Ach, weißt du was. Ich fahre nochmal neu an. Dafür haben wir ja so einen schönen großen Hof. Ja, auf jeden Fall, das ist immer übel. Die Elternbeiratswahl. Enter, Silo für Rinde. Hier kann ich gucken. So. Prozent. So, wie viel ist noch drin? 670 Kilo Rinde. Oh, jetzt haben wir hier aber einen ordentlichen Batzen Rinde drauf. Ah, ich hätte auch da drüben rausfahren können. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall haben sich diesmal zum Elternbeirat haben sich zwei nette Damen
zwei nette Mütter haben sich quasi für die erste Vorsitzende und für die zweite Vorsitzende freiwillig gemeldet. Es gab keinen Kampf. Aber Achtung, hier komme ich. Ich dränge mich mal hier durch. Danke. Da latscht... Ach, der Onkel. Latscht hier über die Straße und wird angefahren. Direkt. Ist aber ganz schön stabil, der Onkel. So, jetzt kommen wir hier den Berg nicht mehr hoch. Tempomat rein. Komm, Tempomat. Gas! Ja, also, wie gesagt, haben sich zwei freiwillig gemeldet. Und das ist auch ganz okay. Das ist halt für Leute, die sowas gern machen, Vereinsleben und so. Ich bin so überhaupt nicht. Also, ich bin in keinem Verein und ich habe auch nicht vor, irgendwann mal in irgendeinem Verein zu sein. Ich finde Vereine, ja, nicht so toll. Fahre ich richtig? Ja, hier muss ich runter. Zu dieser actiongeladenen Musik. Fahren wir mal die Rinde abgeben. Denn mit der Rinde können wir selber ja, glaube ich, nichts anfangen. Naja. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Gesundheitlich geht's mir jetzt wieder deutlich besser. Die Stimme ist noch ein bisschen tief, würde ich mal behaupten. Die Nase läuft auch noch das ein oder andere Mal, aber nicht mehr so schlimm, wie es war. So, ich werde hungrig. Ich fahre mal kurz am Rand. Denn, wie wir wissen, kann man auf dem Traktor nichts essen. Oh, Erdbeeren. So, alle Erdbeeren vertilgt. Und weiter geht's. Ich meine, sowas kann man nicht während dem Fahren machen. Erdbeeren essen, das ist, nee. Traktorfahren und Erdbeeren essen ist ein ganz schwieriges Thema. Ganz, ganz schlimm. Geht gar nicht. Kommt, oder kam in der Vergangenheit zu ganz furchtbaren Unfällen. Irgendwie ist hier alles zu laut. Pass mal auf. Soundoptionen. Lautstärke so. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz raustappen. Musik so. Musik war auch zu laut. Warum war die auf 6? Verstehe ich überhaupt nicht. So, jetzt ist es besser. Denn ich sehe allein, der Traktor bringt den Pegel hier schon in den gelben Bereich. Naja. So. Ja, also, wie gesagt, mir geht's jetzt wieder ein bisschen besser. Elternabend auch gut rumgebracht. Was gibt's sonst noch? Ja, bisschen Folgenstau im Moment oder Folgen-Notstand. Also nur schauen, dass ich die Tage über jetzt gut aufnehme. Weil ich eben nicht dazu kam, während ich falsch fuhr. Ja, in der Kreis wie ein. Den hast du nicht gesehen. So. Alles gut, fahren Sie weiter. Hab's schon im Griff jetzt, ja. Ich bin auch hier, Entschuldigung. Ich fahr mal hier runter, wenn das geht. Ja, geht. Ah, okay, die Tore öffnen sich, sehr gut. Die sollten hier aber auch, glaube ich, mal wieder mähen. Denn hier alles? Wo? Wie funktioniert das denn? Wo muss ich denn? Da ist jemand, ich frag den mal. Hey Kollege! Wie funzt das hier?
Erik. Hallo. Hast du einen Moment Zeit? Nur eine Minute. Wir sind hier alle beschäftigt. Was brauchst du? Was kann ich hier verkaufen? Wir kaufen eine Menge Zeug. Stämme, Paletten, Bretter, Platten. Alles, was das Sägewerk produzieren kann. Wir sind stolz darauf, der größte Markt in der Region zu sein. Wir kaufen auch Rinde und Späne an. Unsere Preise sind unterschiedlich, aber immer noch die besten in der Gegend. Ja, sehr gut. Ich habe einige Bretter. Wie verkaufe ich Rinde und Späne? Lade sie bei diesem Silo ab. Dort drüben ist eine spezielle Halde. Achte darauf, dass nichts woanders verschüttet wird. Ich habe keine Zeit, die Sauerei aufzuräumen. Okay, gut. Ich muss los. Bis bald. Da drüben am Silo. Das hier wohl, ne? Ich schaue mir das mal eben schnell an. Das hier scheint... Okay, hier ist ein Abkippding und dann geht das irgendwie hier hoch. Hier haben wir solche Späne und hier haben wir Rinde. Und die kommt dann hier irgendwie rein. Okay, gut. Was haben wir hier? Balken. Ach, Moment, hier sind auch noch Silos. Naja, aber meine Späne müssen wohl hier hin. So wie das aussieht. Oh, er hat keine Zeit, aber... Hat viel zu tun, ich sehe es, wie er hier rumsteht und nichts tut. Der gute Erik. So, einmal die Kamera switchen. Oh. Abkoppeln. Anhänger heben, R. Ah, da kommt die Kohle rein. Sehr gut. Schön, dass mein Hänger hier seltsam beiseite rutscht. So, meine Lieben. Wir haben die ersten 2001 Euro gemacht. Sehr gut. Wunderbar. Rausfahren kann ich wohl hier. Mega. Läuft. So, dann kann ich jetzt weiter tuckern zu meiner Mission. Die hoffentlich noch da ist. Okay, cool. Haben wir die ersten Holzspäne verkauft. Sehr schön. Ja. Also wie gesagt, ich muss schauen, dass ich jetzt... Was ist das da? Das weiß ich. Ich muss schauen, dass ich jetzt so viel aufnehme wie möglich. Weil, wie gesagt, die Stimme war unaufnehmbar, sage ich mal. Und deswegen habe ich natürlich nicht aufgenommen. Was sagt der Tank? 96. Gut, Sprit haben wir, glaube ich, genug. Wir haben ja, weiß ich nicht, wie viel, zigtausend Liter gekauft. Ja. Was gibt's sonst noch? Mein Twitch-Profil habe ich jetzt mal soweit eingerichtet. Oh, da wollte ich noch schauen. Ich glaube, ich muss hier lang, kann das sein? Ich schaue mal auf die Karte. Nein, überhaupt ganz und gar nicht. Nein, ich muss auf der Straße bleiben. Auf der anderen Seite der Leitplanke am besten. Den Hänger noch ein bisschen quälen, so. Wunderbar, da kommen wir rum. Ja, schön, alle warten auf mich. Wunderbar. Ja, also, wie gesagt, ich habe meine Twitch-Streaming-Seite mal eingerichtet. Gesichert habe ich sie mir schon vor einer Weile. Vor langer Weile. Also vor einer langen Zeit, so meine ich. losossos_tv. Und ja, ich würde dann ganz gerne mal demnächst irgendwann, wenn ich denn mal die Möglichkeit finde, sehr lange Zeit am Stück aufzunehmen,
beziehungsweise dann nicht aufzunehmen, sondern zu streamen mit euch im Chat. Ja, würde ich das dann gern mal tun, wenn die Zeit sich ergibt. Also da sollte natürlich das Haus leer sein, zwecks Hintergrundgeräusche von anderen Familienmitgliedern. Und ja, deswegen muss... Davon weiß ich nichts. Ja, deswegen muss ich natürlich da... Es muss sich die Zeit finden. Und dann würde ich nämlich eventuell mal Minecraft mal richtig schön lang streamen. Aber ja, wie gesagt, also ich habe jetzt erstmal alles eingerichtet und ein Bild reingesetzt, ein Offline-Bild, und habe mir im OBS ein Streaming Deck gebastelt und ja, so eine Sachen. Aber ja, also es fehlt bisher noch die Zeit, definitiv. Aufnehmen geht ja bei Nacht, wenn dann alle im Bett sind für eine kurze Zeit. Oh, 24-7. Tires Wheels. Sehr schön. Aber streamen ist halt so eine Sache. So, ist das hier? Ja, das sieht gut aus. Ach, da unten. Ach, guck mal, irgendwas mit Häuser bauen. Ah, und wir bekommen einen LKW gestellt. So wie es ausschaut. So, lassen wir mal hier im Schatten stehen. Hey, du da. Ich muss mit dir über Lilly reden. Ich habe gehört, sie schuldet dir noch Geld. Das stimmt. Warum? Ich frage mich, ob ich ihr helfen kann. Nun, ich kann es mir nicht leisten, ihre Schulden direkt zu bezahlen. Aber vielleicht gibt es einen Weg, das Darlehen zu verlängern? Ich weiß nicht. Ich warte schon seit einem Jahr auf mein Geld. Außerdem muss ich mich um meine eigenen Probleme kümmern. Ich kann mir Wohltätigkeiten einfach nicht leisten. Aber warum arbeitest du nicht für mich? Wenn du mir hilfst, könnte ich im Gegenzug Lillys Schulden reduzieren. Du könntest sogar etwas Geld für dich selbst verdienen. Was meinst du? Was genau hätte ich zu tun? Ich bin im Tourismusgeschäft tätig und biete Ferienhütten an. Ich habe viele Jobs anzubieten, aber nicht genug Arbeitskräfte. Ich könnte deine Hilfe bei diesen Hütten gebrauchen. Ich bin interessiert. Wo ist der Haken? Leider habe ich mehr Kunden mit Zahlungsverzögerungen wie Lilly. Ich kann es mir also nicht wirklich leisten, Baumaterialien zu kaufen. Aber wenn du das alte Sägewerk betreibst, kannst du doch eigene produzieren, oder? Okay, ich hab's verstanden. Du lässt mich die Hütten mit meinen eigenen Baumaterialien reparieren und im Gegenzug werden Lillys Schulden geregelt, richtig? Aber was ist für mich drin? Ich biete eine nachhaltige Geschäftsmöglichkeit. Erledige den ersten Auftrag und Lillys Schulden sind Geschichte. Dann sind wir Partner und ich werde dich bei jedem Auftrag für deine Hilfe und Materialien bezahlen. Abgemacht? Ach komm, was soll's. Klingt fair. Abgemacht. Ran an den Speck. Aber morgen, wenn's wieder heißt Time to Play hier bei Lumberjacks Dynastie. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao.